Spät am Abend ging ein Mann allein nach Hause. Er nahm die Abkürzung über die Klippen, damit er schneller im warmen Zuhause ankomme. Geschichten über diesen Ort und dessen Kreaturen glaubt er nicht. Ein Fehler, wie er feststellen wird. Unterwegs zieht ein unnatürlicher Nebel auf und dem Mann wird abnormal kalt. Trotzdem eilt er weiter. Ein Knurren lässt ihn vom Wege aufblicken. Auge in Auge steht er mit einem riesigen Hund gegenüber. Die Zähne gefletscht, lang und spitz, steht die Bestie ihm gegenüber und lässt ein tiefes Knurren erklingen. Ihr Fell scheint dunkler als der Nachthimmel zu sein. Um ihre riesigen Pfoten mit scharfen Krallen bestückt, wabert der Nebel. Die Augen der Bestie sind so erschreckend, dass der Mann ängstlich einige Schritte zurücktritt. Ein Auge glüht so rot wie ein Feuer, das andere ist nur eine schrecklich leere schwarze Höhle. Mit einem gewaltigen Heulen setzt sich der Hund in Bewegung, macht Anstalten, den verängstigten Mann anzuspringen. Mit weit geöffnetem Maul, aus dem nach Schwefel stinkender Speichel tropft, springt die Bestie auf ihn zu, bereit, das Leben aus seiner Kehle zu reißen. Doch das war nicht nötig. Mit einem verzweifelten Schrei stürzte der Mann die Klippen hinab, immer schneller dem Meer entgegen. Hätte er doch nur auf den Alten im Dorf gehört.